Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Video, das ich sonst so noch nie gedreht habe, und zwar ein Style and Talk. Ich schminke mich nebenbei, während wir ein bisschen labern. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen so. Ich sitze jetzt auf unserer Couch. Hier kommt leider die Sonne so ein bisschen rein, aber ich denke, das stört euch nicht. Ich trage jetzt erstmal so ein bisschen von dieser Illuminating Eye Cream von Lavera auf. Die benutze ich so selten und ja, ich dachte mir, ich benutze sie jetzt heute mal wieder. Das ist einfach eine Augencreme, die so, ja, wie so Glow mit drin hat. Und die habe ich vorher, wie gesagt, noch nicht wirklich benutzt. Also ein paar Mal schon, aber da war sie so komisch klebrig irgendwie, keine Ahnung. Die riecht auf jeden Fall so kräuterig wie diese ganzen Natursachen. Ja. Das große Thema, das ich hier in dem Video natürlich ansprechen wollte, das habe ich ja in meinem letzten Vlog schon gesagt, ist das Thema, dass ja, ich einfach so Probleme habe, dass ständig Leute mich kritisieren. Also es gibt ja so eine Community zum Beispiel, total schätzenswert, Hattie Schmidt, kennt bestimmt jeder von euch. Die hat eine Community, die eigentlich so gut wie nur positiv über sie spricht. Klar, ich mache auch Fehler, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin auch, ja, was heißt nicht professionell, keiner ist irgendwie professionell YouTuber, aber ja, bei ihr ist es so, sie bekommt immer so tollen Support und sie gibt sich Mühe mit Videos und die werden dann halt auch geschätzt. Und bei mir ist es halt prinzipiell so, dass ich mir voll die Mühe gebe mit Videos und schlussendlich kommen nur negative Kommentare. Bei jedem Video, das ich neu hochlade, werde ich deabonniert. Also, und klar, mich stört es auch nicht. Ich bekomme auch neue Abonnenten dazu und ich habe auch sehr, sehr viele unter meinen Abonnenten, die seit Jahren meine Videos verfolgen, die immer fleißig kommentieren und die auch sagen, dass meine Videos super sind. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn das halt immer und immer wieder passiert, dann denkt man sich halt irgendwann so, ist es halt wirklich so? Mache ich wirklich scheiß Videos? Und interessiert es überhaupt irgendjemanden, was ich für Videos mache? Ihr müsst euch halt vorstellen, man sieht halt irgendwie eine hübsche Blondine, die einen neuen YouTube-Kanal aufmacht und innerhalb von 2 Monaten hat die halt einfach mal 30.000 Abonnenten. Und ich bin schon seit 8 Jahren dabei und habe halt einfach 6.000 Abonnenten. Und das stört mich gar nicht, dass ich nur 6.000 Abonnenten habe. Ich würde gar nicht wollen, jetzt irgendwie 300.000 Abonnenten zu haben. Aber wenn man dann, wie gesagt, sich Mühe gibt, ein Video zu machen, überlegt sich da was, schneidet es stundenlang, macht es und tut es, obwohl man, ich will jetzt kein Mitgefühl oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, was haben, sondern ich will es einfach nur erklären, warum mich das so aufregt. Ich habe dann zum Beispiel auch wenig geschlafen, weil der Kleine zum Beispiel total anstrengend war. Setz mich trotzdem hin und schneide das Video und macht es für euch. Und dann kommt halt nur irgendwie ein D-Abo oder nur ein Daumen runter. Und ich denke mir halt so, ja, was ist denn an dem Video jetzt schlecht? Und wenn man selber denkt eigentlich, dass das Video in Ordnung ist und es aber trotzdem irgendwie so viel, ja, Negatives auf das Video gibt und das halt auf jedes Video, das du machst, dann denkst du dir halt irgendwann, bist du da einfach nicht gut drin? Ist es dein Hobby, aber du kannst es einfach nicht? Es gibt ja Leute, die singen ihr Leben gerne, sie singen um ihr Leben gerne, sagt man das so? Und schlussendlich können sie aber gar nicht singen, machen es aber, weil es ihnen einfach Spaß macht. Wisst ihr, wie ich meine? So fühle ich mich halt. Mache ich YouTube, obwohl ich es überhaupt gar nicht kann und obwohl meine Videos einfach scheiße sind? Und trotzdem gucken es halt ein paar Leute, so, die es halt noch okay finden, aber eigentlich sind sie scheiße, wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist halt total schwierig und ich meine, es macht mega Spaß, es ist aber auch halt ultra anstrengend. Also, es ist wirklich ein Haufen Arbeit, neben einem Kind, Haushalt und so weiter, YouTube-Videos wirklich zu drehen. Und es ist, wie gesagt, dennoch mein Hobby und es gibt mir auch was zurück, aber als es ist halt so extrem wie jetzt, dass es halt eher nur Negatives kommt und ja, ich eher überhaupt null vorankomme, sondern eher, wie gesagt, Abonnenten verliere und verliere und verliere. Und dann denke ich mir halt manchmal, lohnt es sich wirklich? Soll ich mir nicht wirklich doch ein anderes Hobby suchen, das mir vielleicht Spaß macht? Aber es macht mir halt einfach so unglaublich viel Spaß,
auch die Leute, die meine Videos schon länger verfolgen, hier steht übrigens mein Spiegel, deswegen ich da immer reingucke, auch die Leute, die mich schon länger verfolgen, die schreiben so oft, dass meine Videos toll sind und dass ich mehr Abonnenten verdient hätte. Ich weiß, zurzeit ist es auch so ein Hype auf YouTube, dass einfach, ja, das jetzt in geworden ist, Influencer zu sein, aber früher war das halt auch nicht so und dennoch habe ich nicht so viele Abonnenten, was mich wie gesagt auch nicht stört, aber ich finde es dann halt traurig, wenn man dann halt sowas schreibt und nicht so wirklich drüber nachdenkt. Ich meine, klar, man wird immer mal eine Sache sagen, denjenigen hat es ja anscheinend irgendwie gestört, was ich gesagt habe, so in dem Sinn vielleicht, ich weiß nicht, hat er nicht oder sie hat ja nicht genau beschrieben, um was es ging. Sie hat ja nur geschrieben so, ja, wow, jetzt willst du auch noch Mitgefühl dafür haben oder sowas. Ich weiß nicht, ob es darauf bezogen war, dass ich gesagt habe, dass wir die Hochzeitsgeschenke bekommen haben und nicht wissen, wo wir sie hinstellen sollen. Das war jetzt nicht gemeint, dass ich dafür jetzt irgendwie Mitleid haben will oder so, dass wir nur in einer 50 Quadratmeter Wohnung wohnen. Ich wollte es halt nur sagen, dass hier halt alles voll steht und dass ich nicht mehr weiß, wo ich es wirklich hinstellen soll. Ich weiß wirklich nicht, wo ich es hintun soll. Es ist halt, wie gesagt, jede Schublade randvoll und das wollte ich euch halt einfach nur erzählen. Und ich will halt eigentlich nicht ständig in meinen Videos überlegen, oh, soll ich das jetzt sagen oder bekomme ich dann wieder negative Kommentare? Soll ich das jetzt überhaupt zeigen oder bekomme ich dann wieder negative Kommentare? Wisst ihr, was ich meine? Darum geht es einfach, dass ich eigentlich frei erzählen will, was ich so denke, euch zeige, was in meinem Leben so abgeht und ich ständig drüber nachdenken möchte, ob das jetzt negative Kommentare auf sich zieht. Das möchte ich halt einfach nicht. Es kamen auf jeden Fall super süße Kommentare oder auch auf Instagram Nachrichten, dass sie meine Videos jahrelang verfolgen und sie super sind und ich ja so bleiben soll, wie ich bin und mich nicht verändern soll. Das freut mich, wie gesagt, und auch wegen diesen Personen bin ich eigentlich überhaupt noch dabei. Also wenn es die nicht geben würde, wäre ich schon längst raus, weil dann würden einfach nur noch negative Sachen bei mir kommen. Ich bekomme halt auch so Nachrichten wie du Schlampe oder du Hässliche oder ich habe auch schon Nachrichten bekommen, ob ich schwul bin oder letztens kam zum Beispiel eine Nachricht, das war auch Hammer, kam zum Beispiel eine Nachricht, wie alt ich bin, ob ich denn 40 bin, es würde in meinen Videos so rüberkommen, als würde ich mich jung machen wollen und als, ja, würde ich, wie gesagt, als wäre ich 40 und will aber jung bleiben. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ich mir denke, so, die Person kennt mich null, hat wahrscheinlich ein einziges Video von mir geguckt und schreibt sowas. Wo ich mir immer denke, keine Ahnung, die Leute denken halt alles überhaupt gar nicht nach, was es mit einer Person macht. Ich meine, normalerweise prallt das alles an mir ab, aber es gibt halt einfach auf YouTube so Zeiten, wo es halt, wie gesagt, nur negativ ist und dann ist klar, dann fängt man an sich zu zweifeln. Ich habe euch ja schon mehrere Male erzählt, wie ein paar Monate lang Leute auf meinen Augenbrauen rumgehackt haben und ich wirklich jahrelang dann dachte, meine Augenbrauen wären nicht normal. Also es ist halt einfach so, wenn hunderte von Leuten euch das erzählen, dann glaubt man es halt irgendwie auch. Also es war zum Beispiel, ich wurde früher extrem gemobbt in der Schule und dann bin ich damals eben umgezogen in eine ganz andere Stadt. Und ich hatte halt den Spitznamen Pferdefresse, weil ich eben eine Zahnspange hatte. Das war früher halt ja ein Mobbinggrund, sag ich mal. Und dann bin ich eben in diese Stadt gezogen. Das war, sag ich mal, schon echt einige Kilometer entfernt. Und was hatte ich da für einen Spitznamen in der Schule? Pferdefresse, ja. Und wenn man sich denkt, ja, das ist so viele Kilometer entfernt, dieser andere Ort, und du hast den allergleichen Spitznamen, ja, dann hast du wohl eine Pferdefresse. Wisst ihr, wie ich meine? Also dann glaubt man das halt irgendwann einfach, obwohl es vielleicht gar nicht so war. Aber das ist dann halt einfach so. Habe ich jetzt den falschen mitgenommen? Jetzt habe ich den falschen Lipstick mitgenommen, aber egal. Das ist dann halt einfach irgendwann so, dass man es halt dann einfach glaubt, wie gesagt. Und dann sitzt man da und denkt halt einfach darüber nach, obwohl man eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenken sollte. Also, ja. Ich bin super schlau. Ich nehme halt einfach eiskalt eine Lidschattenpalette mit ohne Lidschattenpinsel. Naja, also heute kein Lidschatten. oder ich trage ihn einfach mit den Fingern auf. Da muss ich jetzt gerade mal die Palette so nehmen. Es geht, wie gesagt, einfach nur darum, dass ja, es halt manchmal einfach traurig ist, das alles so zu lesen, obwohl man sich so viel Mühe gegeben hat. Und ich habe halt alles mal so einen Tiefpunkt,
Und ich weiß, ich habe oft auch Dinge gesagt und dann nicht gemacht. Es wurde zum Beispiel kritisiert, dass der, nachdem ich auf Instagram gefragt habe, ob ihr das eher mögt, so mit Filter eine Story zu haben oder ohne. Und dann habe ich meine erste Story mit Filter gemacht und dann wurde sich halt aufgeregt, warum ich denn jetzt auf einmal ja mit Filter eine Story mache. Ich habe halt einfach ja schnell was über das Thema sagen wollen und habe halt nicht drüber nachgedacht und zack, habe ich es halt aus Versehen. Das heißt aus Versehen. Ich habe es halt einfach mit Filter gemacht. Keine Ahnung warum. Ich habe es halt einfach gemacht. Ja, und das wurde dann gleich kritisiert. Und das war eine Kritik, wo ich sage, okay, das war für mich vollkommen in Ordnung, weil die Person hatte ja recht. Ich hatte ja vorher extra gefragt und ihr hattet gesagt, ohne Filter. Und ich habe es dann einfach mit Filter gemacht. Das ist eine Kritik, mit der kann ich arbeiten. Ich habe dann danach, wenn ich irgendwas gepostet habe, es immer ohne Filter gemacht. Und werde es auch in Zukunft ohne Filter machen. Es wird aber auch mal vorkommen, dass ich auch einfach mal einen Filter benutzen will. Es war jetzt nicht gedacht, euch zu fragen, darf ich es jemals wieder ohne oder mitmachen? Wisst ihr, wie ich meine? Es war einfach nur ein Interesse. Findet ihr die Filter cool oder nicht cool? Guckt euch eine Story lieber mit Filter oder ohne Filter an. Genau, also es wird halt als auch voll oft falsch verstanden, was ich vielleicht meine oder so, keine Ahnung. Es ist ja auch so. Klar, ihr guckt meine Videos an, da möchte ich natürlich auch, dass sie euch gefallen. Aber mir gefällt vielleicht auch mal was euch nicht gefällt. Und heißt das jetzt, dass ich es dann nicht mehr machen darf? Eigentlich nicht. Ich meine, es ist immer noch mein Kanal. Das klingt dann zwar immer böse, wenn man das sagt, aber da darf ich ja machen, was ich will. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt Riesendinge sind, die ich dann verändere. Es sind ja so Kleinigkeiten. Und dann finde ich es halt auch ein bisschen schade, wenn die Community dann sagt, ja, du fragst doch, was ich für Videos haben will, also mach's doch gefälligst auch. Und nicht sagt so, ja, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und klar, mir gefallen deine Videos, aber das zum Beispiel gefällt mir jetzt nicht so gut, aber ich gucke dich deswegen trotzdem. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt bei mir überhaupt gar nicht der Fall. Also die meisten verlangen nur, dass ich irgendwas mache und wenn ich es nicht genauso mache, wie sie es wollen, dann kommt da ein Shitstorm unter meinen Videos. Ja, oder ich teste irgendwelche Dinge, die dann schlussendlich nicht gut sind, erzähle euch aber auch, dass sie nicht gut sind und dann werde ich gehatet dafür, dass es nicht gut ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich sag aber im Video, dass es nicht gut ist und dass ihr es euch nicht kaufen sollt und dennoch werde ich gehatet darüber. Also, furchtbar. Auf jeden Fall, um mal vom Negativen wegzukommen. Ich bin ja gerade am Hochzeitsvideo schneiden und es ist auf jeden Fall bis jetzt schon so schön geworden. Ich habe auch ein neues Intro schon geschnitten und habe extra am Anfang des Intros mein Kleid zensiert, dass ihr es noch nicht sehen könnt. Ich habe euch auch abstimmen lassen oder schätzen lassen, was ich für ein Kleid getragen habe und einige haben auf jeden Fall sehr gut abgestimmt. Nur eine Person hat komplett richtig gelegen mit allem. Wahrscheinlich guckt sie meine Videos, weil ich habe euch natürlich auch in den Videos gesagt, was ich für eine Deko machen möchte. Ja, auf jeden Fall bin ich, wie gesagt, schon mega gespannt und hoffe, dass da jetzt nicht irgendwelche negativen Kommentare kommen in diesem Video, sondern dass vielleicht auch mal endlich nur ein Daumen, also nur Daumen hoch auf dieses Video kommt und auch nur super Kommentare. Ja, es muss euch ja nicht gefallen, was ich finde, was, nee, das klingt jetzt wieder falsch. Wenn euch jetzt unbedingt das Kleid nicht so gut gefällt, muss man ja nicht gleich schreiben, oh, dein Kleid sah scheiße aus, sondern so in dem Sinn, ja, prinzipiell sah schön aus, aber das Kleid, das hätte mir jetzt zum Beispiel, ich hätte mir ein pompöses Kleid bei dir auch vorstellen können oder so. Jetzt hab ich für euch verraten, dass es kein pompöses Kleid ist. Naja, ihr werdet es auf jeden Fall am Sonntag sehen. Ich freue mich schon riesig und bin auf jeden Fall, wie gesagt, auf euer Feedback gespannt. Es war auf jeden Fall ein wunderschöner Tag und es ist einfach krass, dass es schon wieder rum ist. Und ja, man nimmt sich ja so ein paar Sachen im Leben vor. Man will ein Haus bauen, man will ein Kind, man will verheiratet sein und irgendwie sind schon zwei Dinge von mir abgehakt. Und es ist irgendwie komisch, weil es so schnell ging und aber auch alles einfach so schön war. Also ich bin einfach zurzeit so zufrieden in der Hinsicht und deswegen. Ja, würde ich es halt gerne auch haben, dass es wieder in der Hinsicht von YouTube einfach wieder klappt. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall fertig geschminkt. Ich muss noch meine Augenbrauen machen, habe aber meinen Augenbrauenstift vergessen. Ich hoffe, das Video hat euch so trotzdem gefallen. Ihr könnt auch gerne mal hier unter dieses Video Fragen stellen, die ich dann beim nächsten Style & Talk vielleicht einfach beantworte. Das würde ich gerne machen. Ich wollte ja auch ein Video mit meinem Freund machen. Das dauert aber, wie gesagt, noch, bis wir das schaffen.
Und da wird es ja auch kein Frage-Antwort-Video werden. Das wollte er einfach nicht. Deswegen, falls ihr da irgendwie noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein. Ich beantworte euch natürlich auch mal eine Frage über meinen Mann. Da hat er bestimmt nichts dagegen. Und dann, ja, hoffe ich, hat das Videoformat euch so ein bisschen gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal einfach ein bisschen mehr Themen anspreche als jetzt nur eins, aber das musste jetzt einfach mal aus meiner Seele raus. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis bald!